Willkommen an der schönen herbstlichen Elbe. Jetzt ist es aber mit Gummifisch extrem schwer, am Tag einen Zander zu fangen. Woran liegt das? Am klareren Wasser. Im Frühsommer, als wir noch mit T-Shirt im Sonnenschein auf der Buhne standen und die Zander mit Gummifisch schön gefangen haben, war die Elbe durch Planktonblüte schön trüb. Jetzt ist das mit dem kalten Wasser weg und das Wasser ist recht sauber. Auch die ganzen Kleinfische sind nicht mehr so am Rand. Es wirkt alles sehr, sehr trist und still. Ne? Hat auch was Schönes. Aber es sind noch genauso viele Fische im Fluss, wie wo es so gut lief. Also wo sind die? Die sind da. Aber reagieren halt aufgrund des flachen Wassers in der Elbe. Da ist einfach zu viel Licht drauf. Ne? Deswegen fischen wir nachts. Ne? In die Dämmerung mit dem Gummifisch hinein ein bisschen. Das ist aber nicht das Hauptaugenmerk heute. Das machen wir so ein bisschen als Begleitwerk. Aber dann mit dem Wobbler im Hauptstrom ganz dicht an den Steinschüttungen ran. Weil das funktioniert in der kalten Jahreszeit wirklich gut. Und die Zander kommen da dicht ran. Und das gibt ganz neue Möglichkeiten. Ne? So ein Fluss, der dann mit Gummifisch nicht mehr so läuft am Tag, dann nachts mit dem Wobbler sehr effektiv auf die Zander zu befischen. Ja, das Wasser ist jetzt nämlich klarer, weil die Planktonblüte nicht mehr da ist. Und dann nehme ich auch dunkle Köder. Ja, nicht mehr diese hellen, die in der Elbe sonst immer zur warmen Jahreszeit ganz gut funktionieren. Ich nehme auch einen leichten Kopf, ne? 8,5 Gramm, weil die Elbe ein flacher Fluss ist, kein tiefer Fluss. Und die Strömung, das täuscht. Ne? Wir angeln ja quasi an den Übergängen vom aktiven zum passiven Wasser und nicht direkt im Hauptstrom drin, deswegen brauchen wir auch keinen schweren Kopf. Mit Gummifisch ist es nicht so leicht zu der Jahreszeit jetzt. Das Wasser ist wirklich sauber, ich kann weit reingucken. Deswegen hat man am Tag, wenn viel Licht da ist, oft ganz schlechte Karten, den Zander zu fangen, weil die einfach nicht aktiv sind in der Zeit. Jetzt abends eine Dämmerung, da hat man eine Chance. Der Fluss ist nicht tief, da kommt viel Licht am Grund unten an. Und das lässt die Zander dann ausgesprochen nachtaktiv werden. Das Wasser ist kalt und sauber, also relativ sauber. Und da sind die Fische wirklich, solange noch Licht da ist, wirklich nicht aktiv. Also die fressen dann auch nicht so gut und attackieren die Köder nicht. Das ist wirklich erst im Dunkeln oder im Übergang dazu hat man eine Chance. Nee, doch nicht. Doch, der hat getockt und ist aber vorbeigelangt. Oh, krass. Wie kann ich denn den Zander außen haken, wenn er denn der Köder so defensiv läuft, ja? Ja. Unschön, machen wir gleich raus. Oh, der Fisch ist schön. Ja, krass. Jetzt bin ich auf eine Buhne raufgegangen, im letzten Büchsenlicht. Oh, der zählt nicht. Nee. Das war jetzt beim übernächsten Wurf. Schön reingetackert hier hinten. Tja, sie werden langsam munter. Aber der erste, den ich außen gehakt habe, warum hake ich einen Zander aus und gehe einen Weißfisch? Ja. Hier habe ich den leichten Kopf, hier habe ich ein bisschen schwereren jetzt dran, weil hier die Stromkante tiefer ist. Ich muss dranbleiben.
Also sie sind da und jetzt fangen sie langsam an zu reagieren. Also erst ein außen gehakt, der wahrscheinlich da hingeschwommen ist zum Köder. Irgendwie, auf jeden Fall habe ich ihn angeruckelt. Er hat sich erschrocken, ist gegengeschwommen, ich habe gegengedonnert, der Rest war Physik. Jetzt hatte ich einen kurz, ganz kurz dran, hat ihn aber nicht richtig genommen. Verrückt, ne? Das zeigt, wie schwierig das mit Gummifisch ist, ne? Wenn das Wasser so sauber ist, jetzt hier im kalten Wasser, zur kalten Jahreshälfte. Die Wandergans im Hafenschrei nur im Herbstnacht fliegt vorbei. Theodor Storm. Also um wirklich hier vorne im Wirbel angeln zu müssen, zu können, muss man kurze Würfe machen. Ne? Wenn du da richtig weit auf Distanz immer rausschmeißt, kommst du gar nicht hier vorne hin mit dem Köder, wo die Bisse sind. Jetzt war ich zu mutig. Aber schnappen lassen. Ne? Gar nicht erst reinzerren den Köder. Dann kannst du die Verklemmung ganz schnell lösen. Und das ist jetzt der Moment, wo sie langsam anfangen, sich zu bewegen. Wenn das Licht jetzt ganz schwach wird. Und wenn es ganz dunkel ist, muss ich dann die Kurve kriegen und die Zander dann, wenn sie aufgestiegen sind vom Grund, mit Wobbler beangeln, weil ich sie sonst mit dem Gummifisch einfach unter Angel. Packen wir mal die Gummis weg. Meine kleine Wanderbox. Und nehmen die hier. So. So, jetzt angeln wir flach, weil die Zander ja auch jetzt im Dunkeln flach kommen. Nehmen wir mal den hier. Der hat noch die Einschlusslöcher vom letzten Film. Vorletzten. So, ich wechsle aber auch komplettes Gerät. Und habe jetzt hier eine weichere Spinnrute, also wie fast alle Ruten, die es so gibt, Spinnruten, ne? Die ist jetzt so 2,70 lang. Da kann ich schön vor die Steine greifen. Und wichtig ist, eine weichere Rute zu fischen, weil die den Biss gut aufnimmt, also den Fisch, der auf Zug beißt. So. Dann können wir loslegen. Oh, hat der reingezockt. Ja, zum Glück habe ich jetzt die weichere Rute, ne, wenn er auf Zug beißt. Oh, schöner Zander. Sind die nachts gallig, ey. Kriegen halt schlecht umgedreht, ne? Halt ungünstig hängt. Schöpfkelle. Da ist er. Boah, der ist gut. Der ist gut. Alter Schwede. Vierter, fünfter Wurf. Ich geh erstmal hoch in die Sicherheitszone. Oh, ein Fisch. Wahnsinn, das ist auch ein 70er. Es ist wirklich wichtig, dass man den mit dem Hakenlöser bearbeitet. Nachts spritzig sind. So. Oh. Jawollo. Aber die Drillinge sind so giftig. Deswegen mache ich ja echt mit diesem gummierten Kescher los und mit dem Hakenlöser. Guck mal, das ist bloß ein Tier. Flosse hier gefallen. Das ist schon wieder drin. Irre. Also passt ja auf mit den Drillingen hier.
So, wir haben im letzten Video mit der Hand gelandet, aber das ist eigentlich nicht cool. Das hier ist cool. Oh Gott, ist der geil. Ach, ist das herrlich. Echt die Gummirute weggepackt. Nochmal einen Platz gewechselt. Und den Wobbler vor die Strömung gehauen. Ne? Und gewartet, dass es halt richtig dunkel ist. Ne? Und echt der fünfte Wurf oder was? Ist ja keine Würfe, sind keine langen Würfe, die ich mache. Ne? Ich pendle eigentlich nur so 15 Meter weg von mir. Ne? So 10, 15 Meter raus. Nur. Ist das irre. Weil die Strömung drückt ja den Köder Richtung Steine. Ne? Und wenn ich dann zu weit geworfen habe, dann kriege ich diese Steinberührungen zu schnell. Deswegen schneide ich lieber salamischeibenmäßig ab. Aber ich habe ja den Platz noch gar nicht gewechselt. Ich habe mich dorthin gestellt, den Kescher dahin gelegt. Das ist so effektiv. Na klar sind die Fische ja da, ne, die im Juni so gut auf die Gummiköder beißen. Ja? Die sind ja jetzt nicht weniger Fische in dem Fluss drin, aber in dem klaren Wasser. Müssen wir halt auf einen lichtempfindlichen Sander im Dunkeln angeln, ne? Wenn er aktiv wird, aber auch mit einer aktiven Technik. Boah, nächste drauf. Oh, der hat gebissen, ey. Boah, wieder so ein Topfisch. Boah, da ist die Schöpfkelle aber am Limit. Yes! Das muss ich mal gucken. Hier ist noch nass. So. Das Kiemdreieck. Was ist das, ein Fisch? Der ist anständig. Das ist ein richtiges Elbbrett. Wo sind sie denn? Nachts ganz flach an den starken Stromschüttungen. Ne? Oh, was für ein herrlicher Elbfisch. Ne? So ein großer Fisch hier im Hauptstrom drin. Ne? Der Wobbler ist so konzipiert, dass wir damit auch in der härtesten Hauptströmung fischen können, weil er sehr stromschnittig ist und halt nicht die Rute krumm zieht und extrem vibriert, sobald er auf die harte Strömung trifft. So kann ich wirklich ganz leichtfüßig auch wirklich in der harten Hauptströmung fischen, an Plätzen, die man sonst so mit anderen Wobblern nicht so effektiv beangeln kann. Und da merkt man mal, wo die Zander überall sind. Ne? Der Lauf ist ganz ja, eng, ne? Der kippelt nur auf seiner Achse eigentlich nur hin und her, keine Geräuschkugeln drin, wenig Druckwelle, ich würde sagen fast gar keine. Ich merke in der Rute also nicht vibrieren und ja, da haben wir wohl den Nerv der Zander extrem gut getroffen. Boah, nächsten drauf. Wieder im Hauptstrom gebissen. Oh, der ist gut. Ein richtiges Pock. Ein Brett. Ein Brett. Boah, da ist er 80 oder was? Ja, die Akkus der großen Kamera sind ausgefallen. Wir filmen jetzt hier mit dem Handy weiter. Ach, ist das krass. Mein Bügel aufmachen. Ist das krass. Oh, die Wobbler wurde weg. Och, das war ein richtiger, wuchtiger Biss. Und abgegangen. Ach, krass. Oh, yes. Oh, yes. Nicht 80 Gramm, ging gar nicht richtig in der kompletten Länge drauf. Ist das krass. Genau 80. Genau 80. Genau 80. Ganz schlanker Stromfisch. Ja, wenn es kalt wird, ne, da gehen die Zander in die Häfen und so, was das so immer erzählt wird. Ne? Das mag vielleicht in Hamburg so sein oder in großen Flussdeltas, wo tiefe Hafenbecken sind, aber doch nicht hier.
Eine Stromelbe. Da stehen sie das ganze Jahr über im Hauptstrom drin. Ja, krass. Da steht sich hier unten rein, ey. Da kann ich noch 1,50 Meter Tiefe hinterher gucken mit dem Fisch. Also, krank. Weiß nicht, was wir jetzt noch machen sollen.